Sein Bruder starb angeblich bei einem Autounfall. Aber am nächsten Tag war es wegen Krebs. Was? Ich bitte dich, das ist doch Blödsinn. Erwischt! Das wird langsam schräg. Und wenn der Typ echt ist, dann gibt's vielleicht ein Happy End. Ich bin voll aufgeregt. Er wollte meine Ringgröße wissen. Ja, echt? So ein Wahnsinn. Diese Folge beginnen wir mit einem kleinen Geschenk für dich. Echt? Ein Weihnachtspräsent. Der Nikolaus. Oh mein Gott. Oh Mann, ich fass es nicht. Ein Catfish-Strampler und hinten steht Cleo drauf. Für deine süße Tochter. Danke. Okay. An die Arbeit. Wir haben Post. Aber die Mail kommt vom Produktionsbüro. Seltsam. Als ich euch gerade eine Mail weiterleiten wollte, ist mir was Komisches aufgefallen. Wir haben zwei Mails von verschiedenen Leuten bekommen, die wegen derselben Beziehung schreiben. Jeder beschuldigt den anderen, ein Catfish zu sein. Ich habe euch beide Mails angefügt. Viel Glück. Die trauen sich gegenseitig nicht. Die erste Mail lautet: Hallo Jungs, ich heiße Jeffrey. Bitte helft mir. Ich fürchte, mein Bruder Lanham ist auf einen Catfish reingefallen. Er chattet mit einer gewissen Ari, die er noch nie getroffen hat. Findet bitte raus, ob sie echt ist. Danke. Wo wohnen die beiden? Das müssen wir noch rausfinden. Ich schreibe mal zurück. Hallo Jeff, wir haben deine Mail gelesen. Wieso glaubst du, dass Ari deinem Bruder was vormacht? Könnten wir vielleicht mit dir skypen und über alles reden? Und ab die Post. Die zweite Mail schickt uns von Ariana. Interessant. Das ist neu. Ja. Ich heiße Ari, bin 21 und lebe in Los Angeles. Es klingt sicher verrückt und ich kann es selbst kaum glauben, dass ich euch schreibe. Aber ich fürchte, jemand hat euch kontaktiert und mich als Betrügerin dargestellt. Keine Ahnung warum. Bitte helft mir, ihn zu überführen. Jeff ist der Bruder meines Freundes Lanham. Keine Ahnung, was er damit bezweckt. Aber ich bin dadurch ins Grübeln gekommen und habe jetzt das Gefühl, dass Lanham mir etwas verheimlicht. Weißt du was? Das könnte heißen, dass beide echt sind und dass sich ihre Zweifel als unbegründet erweisen. Vielleicht gibt es ein echtes Happy End. Ja, es geht weiter. Wir haben uns bei Plenty of Fish kennengelernt. Er liebt mich und ich ihn. Er ist lieb und aufrichtig und ist mein Ein und Alles. Und das nach 3 Monaten. Ich liebe Lanham wirklich. Bitte helft mir, die Wahrheit rauszufinden. Wir können gern telefonieren oder skypen. Ihren Skype-Namen hat sie uns auch genannt, also ruf sie mal an. Okay, los geht's. Ari. Alles klar, wie geht's? Gut. Das ist ein interessanter Fall für uns. Unmittelbar vor deiner Mail haben wir eine Mail von Jeff gelesen. Ja. Wieso weißt du davon? Mein Freund Lanham hat es mir erzählt. Jeff ist sein Bruder. Lanham hat das überhaupt nicht ernst genommen, aber mich hat es so beschäftigt, dass ich euch geschrieben habe. Wie es aussieht, glaubt Jeff, dass ich ein Fake bin. Und deshalb hat er sich an euch gewandt. Du willst also die Zweifel an deiner Identität ausräumen? Genau. Zeigst du uns deinen Ausweis? Ernsthaft? Ich hol meine Tasche. Mach. Okay. Richtig so. Ich glaube gar nichts mehr. Da ist er. Eindeutig dein Ausweis. Wie hat das angefangen? Ja. Wir kennen uns von Plenty of Fish. Es hat sofort Klick gemacht. Ich habe ihn nach seiner Nummer gefragt und dann ging es los. Er lebte damals in West Covina und er ist 24. Ganz in der Nähe von Los Angeles, oder? Ja. 4 Tage, nachdem wir uns kennengelernt hatten, ist sein Bruder gestorben. Er musste nach Texas ziehen und sich um die Kinder kümmern. Außer Jeff hatte Lanham also noch einen zweiten Bruder. Ja, Nathan hieß er. Wo in Texas ist er hingezogen? Nach Austin. Aber das Merkwürdige war, dass wir für den nächsten Tag unser erstes Treffen geplant hatten. Das hat er natürlich abgesagt, weil er nach Texas fliegen musste. Klingt nach einer Ausrede.
Okay, Skypen ist für dich kein Problem. Konntest du Lennon oder Jeff mal dazu überreden? Ich wollte nicht noch mehr Probleme verursachen, also habe ich es nicht versucht. Ich bitte dich. Glaubst du ihm wirklich alles? Ist das dein Ernst? Da stimmt doch was nicht. Ich liebe ihn wahnsinnig und ich will all die schönen Dinge verwirklichen, die wir uns gemeinsam erträumt haben. Heirat, Familie und so weiter. Ich bin sprachlos. Es klingt nicht gut. Nein, ich habe so meine Zweifel. Aber du bist in L.A. und wir leben dort. Stell dich auf Besuch ein. Alles klar. Mach's gut. Ciao. Ciao. Sie ist vielleicht auf einen Faker reingefallen, aber ihre Gefühle sind echt. Wir müssen ihr helfen. Also los. Okay, Los Angeles, wir kommen. Nicht, wir sind ja schon da. Nette Gegend. Auf geht's. Hey. Hallo. Da sind wir. Wie geht's? Gut, und dir? Gut. Hallo. Okay. Setzen wir uns. Du hast ein Piercing und sicher auch einige Tattoos, die man nicht sieht. An den Handgelenken. Kann ich mal sehen? Cool. Die gefallen mir. Du magst Katzen. Ja, meine leben aber bei meinem Ex. Wie lange wart ihr zusammen? 3 Jahre. Plenty of Fish kam danach. Ja. Du hast dich da angemeldet. Wie schnell hast du Lennon kennengelernt? Am selben oder am nächsten Tag. Was hat dir an ihm gefallen? Sein Aussehen. Er sah einfach anders aus und er hat geschrieben, dass er viele Tattoos hat. Aber noch schöner war, dass wir so locker miteinander reden konnten. Unsere Gespräche waren nie gezwungen. Sie liefen einfach wie von selbst. Wir sprachen darüber, dass wir uns an einem Freitag treffen wollten. Und am Donnerstag kam dann die Nachricht, dass sein Bruder gestorben ist. Ich habe natürlich gefragt, was passiert war, und er meinte, ein Autounfall. Aber am nächsten Tag war dann plötzlich von Krebs die Rede. Wie kann man so etwas verwechseln? Eben. Normalerweise zieht man die Karte mit dem verunglückten Familienangehörigen erst ein paar Monate später. Der Typ ist einfach ein Pechvogel. Sein Bruder hatte Krebs oder einen Unfall oder beides. Du musst doch merken, wie absurd das ist. Ich kann schon verstehen, was ihr meint. Aber im Grunde wünsche ich mir einfach nur, dass das alles wahr wird. Zeig uns mal Fotos. Wollt ihr? Ja, ich bin neugierig. Spannend. Alles klar, das ist er also. Wann hat er dir das geschickt? Das war noch ganz am Anfang. Ich liebe dich. Ich dich noch mehr. Das geht ja ewig so weiter. Ja. Meine Güte, ihr chattet aber viel. Wahnsinn. So sind wir immer zusammen, von morgens bis abends. Da, ich habe den Tag gefunden. Er schreibt, mein Bruder ist gestorben. Und du? Wann, wie? Das tut mir so leid. Vor einer Stunde. Heute Morgen hat er mich noch aus dem Krankenhaus angerufen. Du schreibst wieder, dass es dir leid tut, dass du für ihn da bist und dass du ihn liebst. Ich liebe dich auch. Du schreibst ihm am 4. Tag schon, dass du ihn liebst? Ja. Das ging aber schnell. Ja. Du hast recht. Wie kam das? Ist einfach passiert. Du hast ihn noch nicht mal getroffen. Und du liebst ihn schon? Ja. Das liegt einfach an der Art, wie wir miteinander reden können und wie ich mich dabei fühle. Aber wie kannst du ihn nach 3 Tagen schon lieben? Was ist so besonders an ihm? Er unterstützt mich sehr, besonders wenn ich mal down bin. Ich habe damals in einer Notrufzentrale gearbeitet und oft so Sachen zu hören bekommen, dass ich danach total am Ende war und nur noch geheult habe. Wenn ich ihm davon erzählt habe, hat er immer gesagt, bleib stark, Kopf hoch, ich weiß, dass du das schaffst. Es ist ihm immer gelungen, mich wieder aufzubauen. Er war einfach immer für mich da. Du hast eindeutig ein großes Herz und andere Menschen sind dir wichtig. Vom Gefühl her kann ich total nachvollziehen, wieso dir diese Beziehung so viel bedeutet. Aber als Außenstehende müssen wir dir auch sagen, dass es Dinge gibt, die uns als potenzielle Lügen geradezu entgegenkommen. Okay. Aber denk mal darüber nach. Wie viel haben deine Gefühle damit zu tun, dass Lennon dieser gut aussehende, heiße Typ mit den vielen Tattoos ist? Ich wäre verletzt, wenn er es nicht wäre. Ich erwarte schon die Person, die ich von den Fotos kenne. Warum hätte er sie mir sonst geschickt?
Aber ich liebe ihn und ich will meine Zukunft mit ihm teilen. Habt ihr darüber geredet? Ja, klar. Er hat mich sogar nach meiner Ringgröße gefragt. Wow. Mann. Ich wünsche mir so sehr, dass es klappt. Gut, dann schick uns einfach alle Infos und wir gehen der Sache nach. Super. Ciao. Danke, dass ihr da wart. Wir klären das. Bis bald. Ja. Ciao. Oh Mann. So klingt es erstmal total verrückt. Aber wenn man die Nachrichten durchgeht und sich ansieht, was sich die beiden alles hin und her schreiben, dann versteht man es. Wenn ich das jeden Tag lesen würde, hätte ich auch irgendwann keine Zweifel mehr. Das ist nicht gut. Ich weiß. Neve Schulman präsentiert Freestyle Gehen, der Trend aus den 90ern. Wir sind da. Und wieder mal in einem schönen Café. An die Arbeit. Die erste Mail haben wir von Jeff bekommen. Er befürchtet, dass sein Bruder Lenham auf einen Catfish reingefallen ist. Die andere Mail kam von Ari. Sie schreibt, dass der Bruder ihres Freundes fälschlicherweise behauptet, dass sie eine Betrügerin ist. Wir haben Ari getroffen und können bestätigen, dass sie die Wahrheit sagt. Ja. In der Zwischenzeit haben wir auf die Mail von Jeff, Lenhams Bruder, geantwortet. Hat er reagiert? Leider nicht. Aber ich glaube, Ari hat uns was geschickt. Ja, genau. Hier sind die Fotos, Lenhams Telefonnummer und seine Facebook- und Instagram-Profile. Als erstes machen wir eine Bildersuche. Ja. Na los, zieh das erste rein. Warte. Nein, nichts. Gut, dann weiter. Da sieht man die Tattoos. Bingo! Wir haben einen Treffer. Aus Bologna, in Italien. Und Lenham gibt's nicht. Wow. Er ist Tattoo-Künstler und das sind seine Fotos. Ein paar kommen uns bekannt vor, weil Lenham sie Ari geschickt hat. Das ist also der Mann auf den Fotos. Mal sehen, ob wir noch rausfinden können, wer Lenham ist. Genau. Gehen wir mal auf sein Facebook-Profil. Hier ist er. Dass das Profilfoto gefaked ist, wissen wir ja schon. In Dallas lebt er? Texas. Steht da. Wieso sagt er, dass er in Austin lebt? Schräg. Ja. Er ist Lehrer und hat 2001 die Schule beendet. Halt mal. Ich bin 2000 fertig geworden. Ich 2002. Dann ist er um die 33, nicht 25. Genau. Nur 40 Freunde. Was sagen wir immer? Wer weniger als 100 Freunde hat, ist verdächtig. Aber das Gute ist, dass wir alle ganz leicht kontaktieren können. Wir sollten es knallhart so lange versuchen, bis einer antwortet. Echt? Knallhart? Na klar. Wir drehen eine Folge, in der es um deinen Freund Lenham geht. Schreib uns oder ruf uns an. Danke. Kurz und gut. Die erste Nachricht geht an Andrea. Und ab. Tiffany. Kelsey. Gesendet. Shawnee mit 2 E am Ende. Danke, alles klar. Während wir warten, können wir noch einen alten Trick anwenden und Lenhams Telefonnummer suchen. Okay, die Suche läuft. Lenham? Das ist eine Festnetznummer, also benutzt er eine Chat-App. Das ist total verdächtig. Ja. Timeout, da kommt ein Anruf rein. Hallo? Hey. Hi, mit wem spreche ich? Mit Tiffany. Hallo, Neve und Max hier. Danke für die Rückmeldung. Und Lenham kennst du woher? Wir hatten uns über eine Dating-Plattform bei Facebook kennengelernt. Wie ernst war eure Beziehung? Irgendwann haben wir jeden Tag gechattet und wir haben auch Fotos ausgetauscht. Es ging dabei oft um Fantasien oder Dinge, die uns anmachen. Ein bisschen versauter? Ja. Und die Fotos gingen auch in diese Richtung? Ja. Habt ihr noch Kontakt? Vor 2 Wochen wollten wir uns noch treffen, aber seitdem habe ich nichts mehr von ihm gehört. Er reagiert nicht mehr? Ja, voll das Ghosting. Und wo hat Lenham gewohnt? Außerhalb von Dallas. Sieh an. Hat er mal seine Brüder Nathan oder Jeff erwähnt? Nein. Wie alt ist er? Angeblich 33. Es ist so, einer anderen Frau hat er eine ganz andere Geschichte erzählt. Falls Lenham sich noch einmal meldet, sei bitte vorsichtig. Bisher deutet alles darauf hin, dass er ein typischer Catfish ist. Vielen Dank. Tut uns leid. Findet ihn. Ja. Machen wir. Wir finden ihn schon. Keine Sorge. Mach's gut. All right, take care. Ciao.
Wow. Das klingt völlig anders. Der Typ ist 33. Genau. Und er erwähnt keine Brüder. Eine Nachricht. Die ist von Jeff. Er hat geantwortet. Überraschung. Der Bruder. Ich fasse es nicht, dass ihr antwortet. Danke, dass ihr mir helfen wollt. Wieso bleibt er so vage? Frag, ob wir telefonieren können. Können wir dich anrufen, um über alles zu reden? Genau. Und ab. Ich würde jetzt davon ausgehen, dass Jeff eine weitere Erfindung von Lanham ist. Ja, Jeff und der Catfish sind identisch. Das Ganze wird immer seltsamer. Lanham ist nicht der Typ auf den Fotos. Und er erzählt jedem was anderes. Seine Geschichten widersprechen sich teils. Und parallel zu der leidenschaftlichen Online-Beziehung mit Ari hat er noch vor 2 Wochen mit einer anderen Frau gechattet und versprochen, sie zu treffen. Ein Serientäter. Da ruft jemand an. Aus Nashville. Catfish-Hauptquartier. Hi, Kylie hier. Hallo, ich bin Max. Neve sitzt gerade am Steuer. Danke für den Rückruf. Na klar. Kannst du uns was über deinen Freund Lanham erzählen? Gern. Er hat mich reingelegt. Was? Echt? Ich hatte ihn vor etwa 4 Monaten auf Plenty of Fish kennengelernt. Wir wollten uns treffen, aber er hatte immer eine Ausrede. Und als ich Schluss gemacht habe, meinte er, schon gut, ich hatte dich ja an der Angel, das reicht. Wow. Habt ihr irgendwelche Nacktfotos ausgetauscht? Ja. Der Typ ist widerlich. Ekelhaft. Ja. Ein echtes Dreckschwein. Hat er seine Brüder erwähnt? 2 Tage vor dem geplanten Treffen meinte er, dass er einen krebskranken Bruder in der Nähe von Los Angeles hat und dass er ihn besuchen muss. Wann war das? Vor 1,5 Monaten. Wow, what a jerk. Was für ein Arsch. Pass auf, wir klären das alles auf. Und sobald wir wissen, wer er ist, melden wir uns wieder. Gut. Danke, ciao. Ich danke euch. Jetzt gibt der Catfish auch noch zu, dass er sie verarscht hat. Ja. Diese Geschichte wird Ari überhaupt nicht gern hören. Aber wir müssen sie wachrütteln. Er ist ein Arsch. Ja. Hey, Ari. Hallo. Hey. Setzen wir uns in die Küche. Okay. Wir können auch gleich anfangen. Das sind die Ergebnisse unserer Recherche. Bei Facebook hat er offenbar nur 40 Freunde. Ja. Du weißt, dass das nicht viel ist. Klar, und das sind fast nur Frauen. Das beruhigt mich, dass dir das aufgefallen ist. Wir haben seine Freunde angeschrieben. Und ja, die meisten sind Frauen. Und da wurde das Ganze erst richtig verstörend. Die erste Frau hat uns erzählt, dass Lanham sie vor ein paar Monaten online kontaktiert hat und dass die beiden zusammen waren. Das bedeutet, diese Sache zwischen ihnen lief quasi parallel zu eurer Beziehung. Echt schräg. Und vor allem nicht gerade fair. Genau. Es tut mir schon weh, dass er mit ihr vielleicht ähnliche Gespräche geführt hat wie mit mir. Das ist echt mies. Ich dachte, das mit uns wäre etwas Besonderes, aber offenbar macht er es auch mit anderen Frauen. Und dabei hat er mir noch erzählt, dass ihm alle anderen Frauen vollkommen egal wären. Ich verstehe das nicht. Als wir eben auf dem Weg hierher waren, kam noch ein Anruf. Genau. Eine gewisse Kylie hat uns zurückgerufen. Sie meinte, dass auch sie Kontakt zu Lanham hatte. Vor 1,5 Monaten. Über Plenty of Fish. Dort haben sie sich kennengelernt. Das war auch während eurer Beziehung, als es schon ziemlich ernst war. Na toll, mir hat er erzählt, dass er sein Profil da gelöscht hat. Von Kylie haben wir noch was gehört. Lanham hat ein Treffen abgesagt, weil sein Bruder angeblich an Krebs gestorben ist. Tja. Ihr kam das Ganze seltsam vor. Sie war skeptisch. Es gab zu viele Ungereimtheiten, um ihm weiter zu vertrauen. Und dann hat er ihr gestanden, dass er tatsächlich ein Catfish ist. Das hat er gesagt? Wer macht denn sowas? Das ist krank. Diese Kylie hat ihm Nacktfotos geschickt.
Habt ihr auch welche ausgetauscht? Ja, aber nicht viele. Hat er Fotos von dir, die andere Leute besser nicht sehen sollten? Ja, klar. Keine Ahnung, ob er sie gespeichert hat, aber mir wird trotzdem gerade übel. Zum Kotzen. Ja. Eine Sache haben wir noch. Wir haben eine Bildersuche gemacht und dieses Foto war ein Treffer. Der Typ heißt... Ja. Was soll der Scheiß? Das ist der Typ von den Fotos. Ein Tattoo-Künstler aus Italien. Und mit wem zum Teufel habe ich dann gechattet? Was soll ich sagen? Damit habt ihr mich jetzt echt überrascht. Aber ich will wissen, wer es ist, wenn nicht er hier. Voll reingefallen. Das ist schon heftig. Ja. Der Typ scheint überhaupt keine Grenzen zu kennen, wenn es darum geht, Lügengeschichten zu erzählen und Leute auszunutzen. Genau. Oh mein Gott. Was ist das denn? Ich fasse es nicht. Jeff hat geantwortet. Ihr könnt direkt mit Lanham reden. Die Nummer hast du ja auch. Danke, Jeff. Sehr großzügig. Toll. Er und Lanham sind ein und dieselbe Person. Das ist ein ungewöhnliches Szenario, weil der Catfish uns zuerst kontaktiert hat. Aber wieso? Das kapiere ich nicht. Vielleicht will er alles aufklären. Pass auf, Jeff hat uns ja geschrieben, dass wir Lanham anrufen sollen. Also mache ich das auch. Und vielleicht gelingt es mir, ein Treffen mit Lanham, Jeff oder wem auch immer zu arrangieren. Ich bin gleich wieder da. Gut. Mit dieser Entwicklung habe ich überhaupt nicht gerechnet. Hallo? Yes, hi. Hey, Lanham, bist du das? Ja, was gibt's? Hier ist Neve von Catfish. Ich bin einer der Moderatoren. Okay. Hat dein Bruder Jeff zufällig erwähnt, dass er uns eine E-Mail geschickt hat? Ja, aber ich dachte, der redet nur Quatsch. Wir haben Ari getroffen und sind schon seit 2 Tagen bei ihr in Kalifornien. Was? Sie ist in dich verliebt und war ziemlich überzeugt, dass du ihr die Wahrheit gesagt hast. Stimmt ja auch. Was empfindest du für sie? Ich hoffe, sie wird meine Frau. Wow. Ich liebe sie wirklich. Ich will mein Leben mit ihr teilen. Was will der Typ? Wieso tut er das? Er will uns treffen. Sonst hätte er uns nicht geschrieben. Stimmt. Das Kranke ist ja, dass er scheinbar enttarnt werden will. Ja. Dann verstehe ich aber nicht, wieso du sie nicht einfach treffen willst, um ihr zu beweisen, dass du die Wahrheit gesagt hast. Ich habe im Moment viel um die Ohren, verstehst du? Der Zeitpunkt ist nicht gerade der beste. Okay, jetzt reicht's. Machen wir uns nichts mehr vor. Wir wissen, dass du gelogen hast und Ari ist ziemlich sauer. Aha. Ich glaube ja, dass sie dir total egal ist. Aber wir wollen dir eine Chance geben, alles zu erklären, obwohl du sie nicht verdienst. Wir würden also nach Texas kommen. Stimmt es, dass du in der Nähe von Dallas lebst? Ja. Und wir wollen, dass du Ari die Wahrheit sagst. Das ist das Mindeste, was du ihr schuldest. Ja, das kriege ich hin. Gut, dann schick mir deine Adresse und wir lassen dich wissen, wie es weitergeht. Okay. Gut, danke. Okay. Schieß los. Ich habe mit Lanham geredet und ihm vorgeschlagen, wenn er wirklich eine Chance haben will, das Ganze aufzuklären, dann organisieren wir ein Treffen. Er ist einverstanden. Wir müssen dafür sorgen, dass er nicht noch weitere Leute hintergeht. Okay. Gather your things. Pack deine Sachen und überleg dir, wie du ihn morgen zur Rede stellen willst. Ja. Schaffst du das? Ja, ich versuch's. Es ist noch dunkel, aber Max ist auch schon da. Es ist viel zu früh am Morgen. Das ist dein ganzes Gepäck? So wenig hatte noch niemand dabei. Sie will nicht lange bleiben. Nein. Lanham, wir kommen. Text just came through from
Lanham hat uns gerade geschrieben. Hier ist meine Adresse, in Grapevine bei Dallas. Dann fahren wir mal hin. Wie fühlst du dich? Ich bin extrem nervös und ich habe Angst. Wir sind gleich da. Ich bin voll am Zittern. Bereit? Ja. Du musst das für dich tun. Alles klar? Ja. Hier sieht es aber ziemlich trashig aus. Alles gut? Geht schon. Bin nur gespannt, wer da gleich rauskommt. Hallo? Hallo. Wie geht's? Gut. Neve. Freut mich. Haben wir telefoniert? Ja, das haben wir. Lanham also. Genau. Das stimmt aber nicht. Nein. Der Name ist also erfunden. Und wie heißt du wirklich? Marcus. Alles klar. Komm mit. So, darf ich euch Marcus vorstellen? Hi. Marcus. Auch bekannt als Lanham. Und mehr weiß ich noch nicht. Wer bist du? Ich bin Marcus, in Dallas geboren. Wie alt bist du? 43. Wie lange machst du das schon? Seit 3 Jahren. Ich habe das Profil im Dezember 2013 erstellt. Daran erinnere ich mich genau. Ich hatte mit meinem eigenen Profil vorher keinen Erfolg gehabt. Da kam einfach nichts. Was war der Auslöser? Hast du dir selbst zum 40. Geburtstag eine neue Identität geschenkt? Am Anfang war es nur ein Experiment, aber dann ist eine Sucht draus geworden. Als mein Ego so richtig am Boden lag, kam ich nicht mehr davon los. Ich konnte es einfach nicht verkraften, dass keine Frau etwas von mir wollte. Nicht mal online. Ist dein Bruder gestorben? Nein. Das war erfunden. Ja, das war alles gelogen. Was sollte das denn bringen? Ich wusste ja nicht, ob das mit dem Treffen klappen würde, denn ich arbeite nachts und schlafe tagsüber. Das killt einfach mein Privatleben. Deshalb musste ich mir eine Story ausdenken, die das mit der begrenzten Zeit erklärt. Das Privatleben wird aber auch gekillt, wenn man jemanden liebt, sich Kinder mit ihm wünscht und keine anderen Leute kennenlernt, weil man mit Lügen zugetextet wird. Das killt das Privatleben. Was hast du über Ari hier zu sagen? Ist sie dein jüngstes Opfer bisher? Ja. Du hast dich als 25-Jähriger ausgegeben. Ja. Unter anderem. Das tut mir echt leid. Wieso hast du mir nicht irgendwann alles gestanden? Das wollte ich ja. Du hättest es einfach machen können. Wenn du mir die Wahrheit gesagt hättest, wäre alles anders gelaufen. Ich weiß, ich hätte es dir sagen sollen. Und ich will auch damit aufhören. Darum geht es ja. Ich denke, du bist die Richtige und ich habe gehofft, wenn ich dir alles beichte, gibst du mir vielleicht noch eine zweite Chance. Hoffst du, dass das mit euch noch was wird? Wieso nicht? Meine Gefühle für sie sind ja echt. Ich liebe sie wirklich sehr. Aber obwohl du sie liebst, hast du den Rest der Zeit mit einer anderen gequatscht und der genau dieselben Storys erzählt. Kylie? Ja. Das mit Kylie war ein Fehler. Ich gebe zu, ihre Art hat mich fasziniert, weil sie so viel Spaß am Sexting hatte. Das hat mich irgendwie gefesselt. Aber was ich für dich empfinde, ist echt. Nein. Doch. Wie kannst du das sagen, wenn alles, was ich von dir weiß, gelogen ist? Du hast mir nie die Wahrheit gesagt.
Seit unserer allerersten Folge vereint alle Mädels und Jungs, die in Aris Lage waren, die Angst, dass sich ihre große Liebe als älterer Typ Mitte 40 entpuppt. Ein trauriger Mann, der in versifften Boxershorts vor dem Bildschirm sitzt und in die Tasten haut. Und hier steht genau dieser Typ endlich vor uns. Das ist schlimm für dich. Ja, und wie? Aber für Ari und alle anderen, die ihre Zeit geopfert haben, ist das genauso schlimm. Du bist nicht das Opfer. Kann ich gehen? Ja. Warum hast du uns geschrieben? Die Wahrheit hättest du ihr auch ohne uns sagen können. Ja. Ich wollte reinen Tisch machen. Der Jeff, der euch geschrieben hat, bin ich. Das dachten wir uns. Wir wussten es von Anfang an. Ich will mit der Scheiße aufhören. Dann poste doch bei Facebook ein Geständnis. Könnte ich machen. Genau. Hast du Hilfe gesucht? Ich gehe mal zu Ari. Wie meinst du das? Wegen Internetsucht? Ja. Nein, sowas brauche ich nicht. Ich muss einfach nur aufhören. Und mit deinem Outing hier setzt du quasi den Punkt, mit dem das Ganze endet? Genau. Ich bin es leid, ich will reinen Tisch machen. Vielleicht ergibt sich da ja noch was. Das kannst du vergessen. Sogar wenn sie es noch wollte, würde ich das nicht zulassen. Punkt aus. Nicht nach allem, was du getan hast. Okay. Hallo. Ich will nicht zurück. Das musst du auch nicht. Aber der Typ muss von dir eine klare Ansage hören. Wieso das denn? Ich finde, er muss erfahren, wie verletzt du bist. Er hält sich ja immer noch für einen lieben Kerl. Dass er von einer zweiten Chance redet, beweist, dass er noch gar nichts gecheckt hat. Stimmt. Dir ging es also wirklich darum, Ari zu treffen, weil du gehofft hast, dass es zwischen euch dann doch noch irgendwie klappt. Ich liebe sie. Das wird aber nichts. Sagtest du schon. Dein Verhalten ist total eigennützig. Du erwartest von der Frau, die du so dermaßen krass belogen hast, dass sie mit dir zusammen sein will. Ja. Das ist völlig absurd. Ich will mit ihr zusammen sein. Das weiß ich. Wir alle wissen das. Und mir reicht's. Fahren wir. Gute Idee. He's older than my mom. Er ist älter als meine Mutter. Das geht gar nicht. Wie kommt er bitte schön auf die Idee, dass ich nach all dem noch zu ihm nach Texas ziehen würde? Ich kenne den Kerl doch überhaupt nicht. Er ist kein Unschuldslamm. Er ist 43, verdammt nochmal. Ja. Eben. Und gibt sich als 25-Jähriger aus. Das geht nicht. Hallo. Hey. Guten Morgen. Morgen. Was hältst du heute von der ganzen Sache? Ich bin verletzt und will keinen Kontakt mehr. Er hat mir gestern noch Nachrichten geschickt und versucht, mir ein schlechtes Gewissen einzureden. Was hat er geschrieben? Ich zeig sie euch. Ich weiß, dass es aus ist, bevor es richtig begann. Aber in meinem Herzen war alles echt. Er stellt sich als Opfer dar. Ja. Dann schreibt er, kein Kommentar, und du, ich kenne dich nicht. Worauf er, fick dich, schreibt. Charakterlos. Ja. Stimmt. Würdest du mit ihm reden? Ja. Was willst du noch wissen? Ich will ihm sagen, dass es aus ist. Und dass er die Fotos löschen soll, damit er sie nicht irgendwann gegen mich verwenden kann. Dann fahren wir hin. Hallo? Guten Morgen, Neve hier. Ich wollte nur fragen, ob wir uns noch einmal treffen können. Sehr gern. Dann bis gleich. Okay. Pokerface aufsetzen? Ja.
Okay. Und los, auf geht's. Da ist er. Vorsicht, Stufe. Ja. Also kommt rein. Danke. Kommt mit, Leute. Okay. Nur damit das klar ist, das ist deine letzte Gelegenheit, mit Ari zu reden. Ich habe ihr ein Geschenk gekauft. Sie kann es behalten. Ich hole es. Der hat Nerven. Was ist das? Ein Ring. Ein Verlobungsring. Den will ich nicht. Fuck you. Du verstehst das offenbar nicht, aber das ist das schlechteste Geschenk, das du ihr machen konntest. Ja, weil du es ihr damit noch schwerer machst, zu sagen, dass sie nicht mit dir zusammen sein will. So meine ich das nicht. Aber sie empfindet das so. Wir hatten irgendwann darüber gesprochen. Aber das war doch alles gelogen. Für mich nicht. Ich weiß, aber wie kannst du glauben, dass sie nach all dem noch einen Ring von dir haben will? Ich find's erschreckend, dass du das nicht kapierst. Ich kapier's doch. Tust du nicht. Meine Gefühle für dich waren echt. Aber du hast mich nur benutzt und ich verstehe nicht, warum. Ich hab dir doch gar nichts getan. Und dann quälst du mich, weil ich nichts mehr mit dir zu tun haben will. Warum sollte ich bei dir bleiben? Hast du die Fotos noch? Welche? Die ich dir geschickt habe. Ich habe welche, aber ich kann sie löschen. Dann mach das bitte. Und lösch auch meinen Kontakt. Gut. Zeig Ari bitte das Löschen der Fotos. Erledigt. Sie sind gelöscht. Gut. Ich will keinen Kontakt mehr zu dir. Okay. Ich hab dir auch gar nichts mehr zu sagen. Ich will einfach nur, dass es vorbei ist. Sie hat alles gesagt. Sie ist hier fertig. Es war scheiße von dir, dich für einen 25-Jährigen auszugeben und Nacktbilder von ihr zu verlangen. Das war wie eine Sucht bei mir. Aber ich will aufhören. Dann fang damit an. Du kannst sofort damit anfangen und die Person sein, die du selbst in dir siehst. Das mache ich. Viel Glück. Wie fühlst du dich? Ich bin sauer. Vielleicht ändert er sein Verhalten. Für all die anderen Aris da draußen will ich das mal hoffen. Ja. Ari hat einen späteren Skype-Termin abgelehnt, weil sie die Beziehung mit Lanham hinter sich lassen will. Ari hat keinen Kontakt mehr zu Marcus und hat ihn in allen sozialen Medien geblockt. Seit sie in einer festen Beziehung ist, hat sie das Online-Dating aufgegeben. Marcus hat mittlerweile sein Lennon-Profil gelöscht. Er tritt jetzt auch online mit seiner wahren Identität auf. Guten Morgen. Hallo. Kann ich euer selbstgebrautes probieren? Lecker. Das ist so mittelstark. Wow. Das hat mehr Umdrehung. Ja. Wollt ihr auch einen Red Ale probieren? Aber in einem großen Glas. Bier, das schmeckt mir. Ja, das ist echt gut. Das hilft sicher bei der Recherche.